Hallo, ihr wundervollen Menschen, ihr Weltwunder da draußen. Ich freue mich so sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute ist mit mir die wunderbare Zahnfee Svetlana, da strahlt sie schon, mit mir im Gespräch. Sie ist fürs obere Loch zuständig und ich fürs untere. Und da tauschen wir uns auf diesem Wege halt aus. Und sehr, sehr schön, dass du aus Stuttgart hier reingeschaltet bist, liebe Svetlana, und mit uns jetzt die nächste halbe Stunde verbringst. Ach, stell dich doch erstmal vor, ich freue mich so sehr. Du Strahlefrau. Dankeschön für die Einladung. Hallo, ihr lieben Weltwunder. Der ein oder andere kennt mich ja auch schon. Ja, mein Lieblingsthema sind natürlich die Zähne, passt jetzt auch zu deinem Weltwunder-Thema. Und ich bin super froh und happy und dankbar, auch ein Teil dieser Community zu sein. Und ja, ich bin schon 17 Jahre in der Zahnmedizin, bin jetzt mittlerweile auch als Selbstständige tätig in diesem Bereich und ja, bringe da eine ganze Ladung eigener Story mit. Angefangen ja davon, dass ich mit 6 erst nach Deutschland kam und wahnsinnig viele Löcher hatte in meinen eigenen Zähnen. Ich habe eine Zeit lang bei meinen Großeltern gelebt und da war die Zahnhygiene jetzt nicht unbedingt so der Fokus, sage ich jetzt mal, was heute natürlich ja gar nicht mehr denkbar ist. Und so wurde ich in Deutschland sehr viel und sehr oft behandelt und hatte da bis dahin da, oder bis dato eben noch keine Angst vom Zahnarzt. Die kam aber tatsächlich später, als ich selbst ja, als Azubi angefangen habe, nachdem ich die Schule abgebrochen habe, das sage ich vielleicht auch noch dazu, also es ist alles möglich, ne? Und da hat mir ein Zahnarzt meine alten Amalgamfüllungen ausgetauscht, also ich bin 85 geboren, damals hat man eben die Amalgamfüllungen noch gemacht und dadurch ja, ging mir ein Zahn flöten. Da musste ich einen Zahn ziehen lassen. Ja, man hat mir einen Zahn gezogen. Das ist immer so eine mega coole Metapher auch im Leben. Hat man mir einfach einen Zahn gezogen und ich habe ihn natürlich losgelassen damals und habe eine Wahnsinnsangst auch entwickelt. Also ich hatte furchtbare Schmerzen. Die Spritze hat nicht mehr gewirkt. Ich habe einfach auch viel zu lange gewartet. Ich wollte diesen Zahn nicht loslassen. Und bin durch diese Angst dann hindurch, gerade auch, weil ich vielen Menschen im Bereich dann auch geholfen habe, ihre eigene Angst auch zu überwinden, habe ich mich selber natürlich auch gefragt, okay, was will ich eigentlich? Und habe wirklich in dem Sinne eine Entscheidung getroffen, meine Angst auch loszuwerden. Ja, und so kam es dann auch zur Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mich da auch weiterentwickelt habe und dass ich da dann wirklich noch tiefer schauen durfte. Und ja, das Leben will uns ja auch damit was sagen, dass die Angst auch so präsent war. Dafür bin ich heute auch sehr, sehr dankbar und weiß im Prinzip, dass es nicht einfach ist, aber es ist möglich, auch die Angst loszuwerden und die wird natürlich in vielen verschiedenen Bereichen, auch in der Zahnmedizin, dann immer auch wieder hochgeholt. Ja, vielleicht gehe ich gleich rüber auch zum Verkaufen. Gerade weil ich als Praxismanagerin auch gewisse Gespräche geführt habe und natürlich der finanzielle Aspekt auch eine Rolle spielt in der Zahnmedizin, war da quasi die Angst nochmal sehr präsent. Also auch nach Patientenrechtegesetz, ja, heißt es, dass der Patient nicht nur wissen muss, was passiert in der Behandlung, sondern auch, wie viel es kostet. Unbedingt. Und ich sage auch immer zum Beispiel, wenn ich ein Taxi anrufe, frage ich immer von A nach B, was muss ich bezahlen? So. Und da hat jeder Patient das Recht, in der Zahnmedizin zu erfahren, was er zahlt. Natürlich kann ein Zahnarzt, er ist kein Gott, ja, und er hat auch keine Glaskugel. Natürlich kann er nicht immer sagen, dass es genau diesen Betrag dann auch hat, aber er kann dem Patienten immer im Vorfeld dann auch sagen, ey, es kann sein, es wird vielleicht bei der Implantation nochmal Knochen aufgebaut, das kostet nochmal 500 Euro extra, da gibt es nochmal einen extra Therapieplan. Da muss es gar nicht heißen, dass man da quasi nicht von der Strecke abkommt, sondern einfach nochmal dem Patienten, hey, es könnte sein, muss aber nicht. Und das sehe ich wirklich erst dann, wenn ich ein Röntgenbild gemacht habe und wenn ich dann quasi ja, dabei bin bei der Behandlung.
Und dem Patienten, ja, wie soll ich sagen, ein Verkaufen ist, entweder verkaufe ich dir meine Meinung oder du verkaufst mir deine Meinung. Oder ich verkaufe meinem Sohn, dass er sich die Jacke anziehen soll oder eben er mir, dass er sie nicht anzieht. Ja? Also für mich ist Verkaufen so ein im Prinzip leichtes Wort, weil ich damit kein Thema mehr habe, weil es nicht nur immer dieser finanzielle Aspekt ist. Also wenn ich mir selber zum Beispiel auch verkaufe, hey, meine Angst, die werde ich niemals los, dann ist es das, was ist. Und das wird dann auch so bleiben, weil ich diese gewissen Handlungen dann auch hege und dann auch Gefühle damit in Verbindung setze und das dann wiederum auch anziehe, indem ich ja bei Praxen lande, die vielleicht nicht so nett sind, die Mitarbeiter schlecht gelaunt sind oder der Zahnarzt mit dem Patienten dann vielleicht auch gar nicht redet. Ja? Also man zieht dann gewisse Dinge auch an und irgendwann sagt man halt, okay, das will ich nicht mehr und ich gehe dann nicht mehr zum Zahnarzt. Und das ist aber auch das, warum ich heute auch hier vor euch sitze. Das ist mir ein, ja, wie soll ich sagen, wenn du ein schönes Lächeln hast, wenn du glücklich bist, ja, und das kannst du auch, indem du, weil du schaust dir jeden Tag auch in den Spiegel, das kannst du mit schönen Zähnen. Und das ist mir wichtig und wichtig auch nicht nur zur Vorsorge zu gehen, sondern auch als Patient immer hinter mir selber zu stehen, hinter meiner eigenen Meinung und auch mein Nein zu sagen zu einem unfreundlichen Personal. Also auch jetzt in der Zeit der Persönlichkeitsentwicklung sind wir auch schon so weit, dass wir sagen können, lieben Dank für diese Worte, ja, also immer mit Liebe auch. Ich fühle mich gerade aber auch nicht abgeholt, können wir vielleicht normal miteinander widersprechen, ja, also immer auf einer schönen Ebene, aber auch mal Nein zu sagen, auch ja, zu diesen gewissen Situationen, die dann, und das kann ich euch auch Weltwunder versprechen, dass die werden einfach auch nicht mehr in euer Leben treten, ja. Das ist mir auch ganz wichtig, da vielleicht in verschiedene Richtungen auch zu gehen. Und als Patient auch hinter seiner eigenen Meinung zu stehen. Und wenn das gerade zu eng ist und wenn die Angst ganz arg präsent ist, dann unbedingt auch immer sagen. Also es kann niemand in uns hineinschauen. Und klar, wenn ich als Patient da diese Angst eh schon lange hege, dann bespiele ich das ja auch manchmal und weiß gar nicht mehr so genau, was ist eigentlich genau mit mir los. Oder wenn ich ja, beim Zahnarzt Anruf, dann kann ich auch sagen, kann ich bitte einfach nur dem Zahnarzt vielleicht die Hand schütteln? Weil auch das habe ich schon mal gemacht in der Zahnarztpraxis, als ein Angstpatient kam, der hat sich ins Wartezimmer gesetzt und dann stand er auf einmal vorne und hat gesagt, so, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt gehen. Dann habe ich gesagt, okay, das kann ich total gut nachvollziehen, weil mir ging es halt genauso eine lange, lange Zeit lang und habe einfach den Zahnarzt geholt und habe gesagt, ey, es gibt jetzt hier nur kurz eine Begrüßung, einfach ein bisschen auch dieses Vertrauen auch wieder zu schaffen zwischen Zahnarzt und ja, der Praxis und dem Patienten. Und dann ist er tatsächlich mit rein zur Behandlung und war einfach mega happy danach. Also auch da, und das bringe ich auch im Training bei, gerade die Mitarbeiter auch dahingegen zu sensibilisieren in vielen verschiedenen Richtungen. Und gerade weil ich eben meine eigene Geschichte mitbringe, kann ich es nachvollziehen. Ich habe kein Mitleid, das muss ich an der Stelle vielleicht auch mal sagen, weil ich würde sonst mitleiden, sondern weiß, was ich dafür getan habe, dass ja, meine Angst mittlerweile weg ist. Na gut, ich bin selbst ja auch Patientin, seit vielen, vielen, vielen Jahren gehe ich regelmäßig zum Zahnarzt und natürlich als Kind schon und ach, damals hatte ich, ja, das war einfach so, ne? Mama ist zum Zahnarzt, ich bin zum Zahnarzt und dann hatte ich gar keine Furcht vor dem Zahnarzt, gar nicht. Ne? Also ich war da tapfer und ich habe meine Zähnchen dahin gehalten und meinen Mund aufgemacht und dann wurde auch ohne Spritzen gearbeitet und so weiter. Also ich hatte gar keine Angst. Das Komische ist erst, dass ich dann in der späteren Zeit ganz regelmäßig dann für mich einfach geguckt habe, okay, was kann ich verbessern und regelmäßig zur Kontrollen gegangen bin und so weiter. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, da gab es plötzlich immer mehr Herausforderungen. Im Mundbereich jetzt? Hm? Im Mundbereich, also nur was die Zähne angeht oder die Situation in der Praxis? Ich bin so regelmäßig zum Zahnarzt und dann kommt mal hier noch eine Wurzel und da noch eine Karies und da. Und dann dachte ich irgendwann, ach du Schreck,
Was ist denn jetzt da los? Und irgendwann kam der Punkt, dass ich mich von dieser Zahnarztpraxis eben gefühlt habe. Ich habe gefühlt, die wollen an mir Geld verdienen. Und dann habe ich auch ganz klar einen Cut gemacht, weil ich möchte als Patient einfach aufgehoben werden oder aufgehoben sein. Aufgehoben werden ist auch schön. Also aufgehoben sein. Das heißt, weißt du, wir arbeiten beide mit Menschen und viele andere, die jetzt hier zugucken, auch. Und für mich ist immer die Frage wichtig, was würdest du, lieber Zahnarzt, an dieser Stelle jetzt selbst für dich oder deine Kinder tun? Wie würdest du jetzt dieses Problem beheben? Ja, und es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten. Und das war der Grund, warum ich damals die Praxis gewechselt habe und in einer anderen Praxis bin, wo ich mich als Patientin komplett aufgehoben fühle. Weil es ist meine Privatzone. Mhm. Na? Ja, da sind wir uns natürlich auch so nah, wie du gerade gesagt hast, auch Mensch zu Mensch sehr nah. Und da ist Vertrauen ja was Riesengroßes auch. Ja, total. Total. Und du hast ja gesagt, Menschen haben ganz viel Angst vor dem Zahnarzt, weil sie auch projizieren, eine Angst, die sie in ihrem Leben haben. Richtig. Den Zahnarzt projizieren. Mhm. Und ein ganz wichtiger Teil ist noch, vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen, sind die Kosten, sind die Finanzen. Mhm. Das ist ein großer Grund, warum Menschen nicht zum Zahnarzt gehen. Ist das so richtig? Das ist definitiv richtig. Ja, erschreckend ist natürlich auch die heutige Kassengeschichte, sage ich jetzt mal. Es gibt jede 2 Jahre zum Beispiel einen Festzuschuss für eine Krone, für Brücke, für eine neue Prothese. Und zwar ein sehr, sehr kleiner Teil. Da gibt es dann noch einen Bonus, wenn man zum Beispiel einmal im Jahr zum Zahnarzt geht, dann gibt es nach 10 Jahren 30% mehr vom Festzuschuss, nach 5 Jahren 20% mehr vom Festzuschuss. Aber da den Zahnarzt auf diese kurze Zeit, ja, wie soll ich sagen, auch zu trimmen und auch dem Patienten so wenig auch an Festzuschuss zu geben, aber es alle 2 Jahre auch möglich zu machen, das ist in meinen Augen falsch in diesem System. Weil eine Krone, wenn die richtig gemacht wird, dann hält die 10, 15, 20, 30 Jahre. Ja, natürlich spielt Hygiene eine Rolle und die Vorsorge eine Rolle. Natürlich guckt man dann ganzheitlich, Kiefergelenk und so weiter. Aber das ist möglich. Und da werden halt viele auch schon begrenzt, ne? Also in diesem Kostenpunkt halt auch, wo uns die Kasse irgendwo auch immer wieder reinschiebt. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass es viele, viele, viele Menschen da draußen gibt, die einfach so eine Rechnung bekommen vom Zahnarzt, nicht genügend aufgeklärt werden, nichts unterschreiben, kurz nebenbei erwähnt wird, dass es was kosten könnte, aber keiner irgendwie sich traut, was zu sagen und auch der Patient sich nicht traut zu fragen, ey, wie viel muss ich denn zahlen, weil ey, kann ich es mir vielleicht leisten oder kann ich es mir nicht leisten? Das ist auf jeden Fall so ein springender Punkt, weil wir das manchmal dann auch in anderen Bereichen unseres Lebens ja auch anziehen. Hier kommt eine Rechnung, da kommt eine Rechnung. Wir können da viel ja gar nicht so steuern, sage ich jetzt mal. Wenn meine Waschmaschine kaputt geht, dann brauche ich halt eine neue, ne? So in diesem Bereich. Und da sage ich halt auch immer, klar gibt es diese Zusatzversicherung. Da habe ich erst gestern ein Video hochgeladen auf meiner Fanpage. Auf der anderen Seite aber auch wirklich eine Möglichkeit, sich ein Konto anzulegen. Einfach für die Zähne, dass man da wirklich etwas hat, wo man halt eben dieses Geld auch nehmen kann, ja, dass das nicht so wehtut. Und natürlich auch in der Zahnarztpraxis ist es möglich, in Raten zu zahlen. Also wir arbeiten halt auch mit dem Rechenzentrum. Meine Mom zum Beispiel, die hat 270 € Rente und hat sich jetzt auch eine Prothese machen lassen, eine neue Prothese, und hat da einfach längeren Finanzrahmen gesetzt und kann sich das einfach auch leisten. Also alles ist möglich. Und da ist mir auch immer sehr wichtig, dass der Patient das erfährt, weil ich möchte, dass Patienten die Wahrheit und die Gewissheit halt auch haben. Und so wie du halt auch gesagt hast, ey, lieber Zahnarzt, was würdest du dir denn machen lassen? Ja, wenn das deine Zähne wären. Und es gibt wirklich diese Zahnärzte da draußen, die
mit Herzblut, so wie wir beide jetzt auch in unserem Beruf oder in unserem Bereich jetzt arbeiten und es genauso sehen. Also ich würde mir zum Beispiel niemals eine Kassenfüllung machen lassen, weil auch da wieder die gesetzliche Krankenversicherung zum Beispiel sagt, ah ja, das ist zweckmäßig, ausreichend und wirtschaftlich, also das ist der Paragraph 12 auch in diesem Bereich, der wo sagt, ja, die ist ausreichend und die ist im Prinzip noch zu Amalgam-Zeiten ja, aktuell gewesen, da hat man es auch nicht besser gewusst, sage ich jetzt mal, so wie ich als Kind natürlich diese Amalgam-Füllung bekommen habe, die ich dann später tauschen lassen habe, ja, und die würde ich mir nicht machen lassen, weil ich weiß, die hält nicht so gut, die wird nicht geklebt, das ist ein Material, das möchte ich nicht in meinem Mund haben, kann sein, ich habe schnell wieder Schmerzen, also zahle ich auch hier gerne was dazu, damit ich einfach auch dieses bessere Material im Mund habe, weil ich es mir wert bin, sage ich einfach so. Was wäre das für ein Material? Eine Kompositfüllung, also es gibt eine Kompositfüllung, das ist Material mit Kunststoff und Keramik. Dann gibt es natürlich auch Inlays, Onlays. Das ist aus Keramik. Das kann man sich machen lassen, ob das jetzt die Praxis irgendwie selber herstellt oder eben von einem Techniker. Gold-Inlays gibt es ja auch. Also das war ja auch eine Zeit lang sehr verbreitet, hat auch teilweise die Kasse ja auch bezahlt. Also da gibt es auch echt viele Möglichkeiten. Aber vor allem hat der Patient die Wahl. Und wenn der Zahnarzt auch da zu 100% hinter sich selbst steht und hinter seiner eigenen Meinung, dann findet man ja da auch zusammen. Also wenn der Zahnarzt sagt, okay, hier ist eine Kompositfüllung möglich, aber ich empfehle jetzt, weil einfach dieses Loch viel zu groß ist, lieber eine Krone oder ein Inlay-Onlay, dann kann der Patient ja immer noch selber entscheiden. Trotzdem hat diese medizinische Sicht nochmal einen anderen Stellenwert. Und das ist halt auch das, gerade in Zeiten der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir, je selbstbewusster wir sind, desto mehr spüren wir das ja auch. Ne? Also das ist klar ein finanzieller Aspekt dahinter. Jedoch ist es ja bei vielen anderen Dingen ja auch. Also entweder ich gehe ins 5-Sterne-Hotel oder ich gehe ins 2-Sterne-Hotel und dann kann ich ja auch wieder wählen. Also das ist auch mir ganz wichtig, dass der Patient immer selbst wählen kann. Und wenn er sich für was entscheidet, dann hat er diese Entscheidung getroffen, für sich getroffen und dann ist es auch völlig okay. Genau. Und welchen Wert geben wir uns selbst? Ne? Ich meine, weil da schon ein Unterschied ist. Gut, wenn der Patient natürlich nicht weiß, dass eine Amalgamfüllung vielleicht nicht gut für sein System ist oder so eine ganz einfache Füllung, die Kasse bezahlt, wenn er das nicht weiß. Ja, es sind ja oft auch, richtig, nach, wenn er nicht aufgeklärt, richtig, wird. Ja, wenn er weiß, es gibt Lösung 1, 2, 3, 4 und 1, 2 würde ich ihm nicht empfehlen, weil aus diesen Gründen, das ist halt wichtig. Und da setzt du dich natürlich auch ein. Du schulst auch das Personal. Richtig. Ne? Du redest mit dem Zahnarzt, dass mehr Transparenz einfach an den Patienten gerät. Und Entschuldigung. Und du, deshalb finde ich das Video jetzt auch so wichtig, weil hier ganz viele Verbraucher auch zugucken, also Patienten zuschauen, die eben, vielleicht machst du ihnen sogar Mut, einfach auch zu fragen, was ist in meinem Mund? Svetlana, ich frage dich auf den Patienten, hast du Amalgam? Was ist das? Sag mal, hast du da irgendwelche, siehst du braune, dunkle Stellen, sage ich, in deinem Mund? Ja, ich glaube, da habe ich was. Viele wissen es nicht. Und so ist es mit ganz vielen Dingen. Sie wissen nicht, welche Laborwerte gemacht wurden, was der Arzt dazu sagt und so weiter. Also es fehlt die Aufklärung. Ich möchte einfach, dass jeder so selbstbestimmt wie möglich auch Fragen stellen, sich traut, Fragen, richtig, stellen. Ja, ganz genau. Mhm. Ja. Wichtig von meiner Seite auch nochmal vielleicht zu sagen, ich habe damals als Jugendliche ja auch, als ich in der Ausbildung war als zahnmedizinische Fachangestellte, mir diese Amalgamfüllung auch rausmachen lassen, weil ich wollte, dass es einfach schön aussieht, dass es weiß ist. Das macht man heutzutage nicht mehr unbedingt, dass man schlafende Hunde weckt, weil ich hätte wahrscheinlich meinen Zahn noch, hätte ich das damals so belassen.
Ne? Also es, oder wenn das ein anderer Zahnarzt gemacht hätte oder was auch immer. Aber schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Und da wirklich, ich möchte auch nicht dem Zahnarzt, was ich auch im Training beibringe, irgendwelche Diagnosen vorwegnehmen oder so. Das muss wirklich immer individuell entschieden werden und zwar vom Mediziner. Ich habe noch kein Zahnmedizin studiert, wer weiß. Aber auch da jetzt nicht sofort zum Zahnarzt rennen und sich die Amalgamfüllung entfernen lassen, weil es ist ja auch bewiesen, dass durch das Rausschleifen, das ist im Prinzip noch mal giftiger als das, dass es halt im Mund bleibt. Also da wirklich möchte ich noch mal sagen, mit Vorsicht zu genießen und vom Zahnarzt auf jeden Fall sich eine Empfehlung einholen lassen. Okay. An der Stelle. Da belassen wir das jetzt bei, ne? Was jetzt auch so genau. Ist, da müssen wir ja gar nicht jetzt weiter drauf eingehen. Warum ist es denn so wichtig, überhaupt zum Zahnarzt zu gehen? Ja, eine gut essende Einrichtung zu haben. Es gibt viele Aspekte in diesem Bereich, gerade der Aspekt zur Mundhygiene und so weiter können ja dann, die Niki hat ja so ein bisschen, ne, erzählt. Ich erzähle einfach ja von einem anderen Bereich und zwar ist es wirklich der Selbstwert. Also je aus meiner Sicht jetzt, aus meinem Bereich, weil wenn ich mich schäme von meinen eigenen Zähnen, ne, es gibt ja viele Menschen, die sich dann so verstecken, nicht mehr lachen, nicht mehr so hinter sich selber stehen können. Also das nagt an einem, an der Persönlichkeit. Man hat Schwierigkeiten, neue Frauen kennenzulernen, Männer kennenzulernen. Macht dann auch den hier, ne, wenn wir dann miteinander sprechen, weil man denkt, ich habe jetzt Mundgeruch oder meine Zähne sind ja schief oder ja, in der Richtung. Also für mich ist diese Richtung ganz wichtig und ganz ehrlich, viele sagen, oh ja, Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit ist das Wichtigste und so. Ja, aber es gibt Menschen, die sitzen im Rollstuhl und ich sage jetzt mal, sind vielleicht nicht gesund, weil sie querschnittsgelähmt sind. Ja, also man könnte wieder dieses Wort gesund definieren. Aber für mich ist glücklich sein wichtig und das kann ich, wenn ich lächle. Und das ist auch bewiesen, da muss ich mich noch nicht mal gut fühlen. Ich muss nur den hier machen, ja, eine Minute lang und schon sagt mein Hirn meinem Kopf, ich bin glücklich und es wird, ne, also das ist, ja, und die Vorsorge, klar, Selbstwert auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich einen kranken Zahn im Mund und der nicht behandelt wird, der kann den ganzen Körper krank machen. Also da ist wieder so der gesundheitliche Aspekt auch natürlich wichtig. Und darüber, wie gesagt, hat ja Niki auch einiges erzählt und du hast ja, glaube ich, nochmal einen Live-Partner, der das dann nochmal so aufgreift. Genau. Aber da der komplette Körper, der kann daran, ja, da auch leiden. Es gibt gewisse Studien, die auch sagen oder zeigen, dass zum Beispiel Menschen, die sich, ja, die zum Beispiel das Herzinfarktrisiko auch groß ist, wenn man sich da auch die Parodontitis-Behandlung nicht machen lässt und so weiter. Also da geht es dann direkt zum Herzen, weil wir Bakterien im Mund haben, die noch nicht mal Sauerstoff brauchen. Also die sitzen zwar quasi im Zahnhalteapparat zwischen Zahn und Zahnfleisch. Und da sollte man halt danach gucken, definitiv. Und das, wer kann das? Und auch das sage ich immer den Mitarbeitern, das kann nur der Zahnarzt. Und das wird nicht am Telefon erzählt und auch nicht von der Mitarbeiterin, sondern direkt vom Zahnarzt, der dann aus medizinischer Sicht dann sagt, was es dann auch braucht. Hm. Und das kann man dann mit der Vorsorge, mit Röntgenbilder, nachdem man vielleicht irgendwelche Verfärbungen entfernt und so weiter. Wir brauchen mehr lächelnde Menschen auf dieser Welt. Wir brauchen noch viel. Alle sollen lächeln, ja. Unbedingt. Es ist auch so meine große Vision, ja, wie so ein Zertifikat für alle Praxen, in der ich war, dass alle Patienten wissen, sie sind dort gut aufgehoben, dass ja, es nicht ums Verkaufen geht, ums finanzielle Verkaufen, dass gut aufgehoben sind. Ja? Und die Mitarbeiter und natürlich auch der Chef, wenn es denen gut geht, geht es natürlich allen auch viel, viel besser. Das habe ich in den ganzen Gesprächen mit uns, die wir schon geführt haben, über Zahnarztpraxen, Praxen überhaupt, Mitarbeiter und so weiter. Du bist einfach wie so ein Adler, guckst du immer drüber und sagst,
hier und Mitarbeiter und Patienten. Und im Grunde genommen geht es dir immer darum, Mehrwert zu schaffen. Mehrwert für den Patienten. Der Patient, der steht so im Mittelpunkt bei dir, in deiner Arbeit und die ganze Organisation ringsherum, ja, am Stuhl, bei der Begrüßung, mit der Abrechnung. Auch der Zahnarzt, dass die Zahnarztpraxis wirtschaftlich rund läuft, weil da hängen Mitarbeiter dran, die wiederum ihre Familien haben. Und das ist so großartig, dass da deine absolute Leidenschaft ist. Da geht die Zimmertür auf, die Zahnarztzimmertür, und Svetlana ist da und sieht sofort, da können wir richtig. Das ist super. Ja. Damit alle sich besser fühlen und ganz toll, Svetlana. Ich sag auch, jetzt ist mir auch gerade echt was eingefallen und vielen Dank, Manu, auch für deine Wertschätzung. Der Patient ist für mich der König. Mhm. Und dem wird aber leider an Praxistor oftmals die Krone abgenommen. Und das darf nicht passieren. Das ist mir wichtig. Der Patient ist in meinen Augen da wirklich nur gut aufgehoben, wenn alles zusammenspielt. Und ich helfe ja auch in dem Zeitersparnis auch. Also ich schaue nach Prozessen und so weiter, damit der Zahnarzt dann auch mehr Zeit hat für den Patienten, weil das ist das, was in vielen, vielen Praxen auch viel zu kurz kommt. Die Aufklärung, ja, die Behandlung an sich und so weiter. Weil der Patient sollte während der Behandlung, beim Betreten der Zahnarztpraxis, immer sollte eben die Krone auf dem Kopf auch bleiben. Definitiv. Ja. Was rätst du jetzt Patienten oder jetzt Weltwundern oder Menschen, die jetzt hier gerade zugucken? Hast du da noch so ein paar Tipps, wie sie sich verhalten können? Oder Also vor allem würde ich heute zum Beispiel, wenn ich einen Zahnarzt suchen würde, weil ich zum Beispiel in der jetzigen, wo ich ja nicht so gut aufgehoben bin, vielleicht aus irgendwelchem Grund, würde ich mich erstmal wirklich hinsetzen und mir aufschreiben, was will ich wirklich. Also was muss für mich jetzt mein neuer Zahnarzt in Anführungsstrichen auch mitbringen, warum gewisse Dinge passiert sind. Also kann man vielleicht auch nicht immer nachvollziehen, aber wirklich sich den Fokus auf das, wie der Zahnarzt vielleicht auch sein soll. Vielleicht stellt man sich auch schon vor, Mann, Frau, Mitte 40, also die Macht der Anziehung ist schon etwas, was funktioniert. Und dann würde ich mich bei Instagram und Facebook auf jeden Fall auch umschauen. Wir haben gewisse Richtlinien datenschutzmäßig. Nicht jede Zahnarztpraxis ist dort vertreten. Die Webseiten sind oft nicht aktualisiert. Gerade weil die Praxis sich vergrößert hat und man hat dann weniger Zeit für die Fotos oder sind ein paar Mitarbeiter gegangen und neue wieder gekommen und so weiter. Und eventuell den einen oder anderen wirklich, den man auch vertraut, im eigenen Umfeld dann auch fragen und dort dann hingehen. Wenn du generell Themen hast, Themen, die du immer und immer wieder auch in die Praxis mit einbringst, sage ich jetzt mal, wirst du immer das Gleiche vielleicht auch wieder anziehen, wenn du das Gleiche auch tust. Wenn du aber am Telefon dann direkt auch sagst, ey, ich bin jetzt Angstpatient oder mein letzter Zahnarzt hat mir immer so hohe Rechnungen geschrieben, ich wusste gar nichts davon und so weiter. Also da wirklich 100% hinter sich selber stehen und da ganz klar sagen, was ist passiert und was du dir vielleicht wünschst, ja, und warum du vielleicht auch die letzte Praxis verlassen hast, weil das finde ich mega wichtig. Ich mache auch ganz viele Kundenumfragen, weil mir das einfach auch wichtig ist. Man sieht das, glaube ich, auch bei mir immer auf Facebook und Instagram, weil mir das einfach wichtig ist. Ja? Also das ist, ich bin Leader und ich gehe voraus und das kann ich aber auch nur, wenn ich im Kontakt bleibe mit Patienten, weil ich bin ja selber Patient. Ja? Ich hatte letzte Woche, das wollte ich vielleicht noch kurz erzählen, an meinem Geburtstag, wir sind in die Sprungbude und da war ich dann sehr mutig, ne? Und bin sehr hoch gesprungen, müssten 3, 4, 5 Meter sein, ich weiß es nicht genau. Es war auf jeden Fall ein komisches Gefühl, da oben zu stehen und bin runtergesprungen und ich habe einen Aufbau in der Front oben und habe mir das Knie quasi ins Gesicht geschoben und mein ganzer Mund war voller Zähne, Zahnstückchen. Ich wusste natürlich in dem Moment auch gar nicht, okay, was ist da jetzt genau passiert?
Was für mich aber an der Stelle wichtig war, ich habe einen Zahnarzt, dem ich zu 100% vertraue. Und ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, der hat mich sofort angerufen, hat gesagt, ich soll ein Bild schicken. Ist mein alter Juniorchef auch. Und eine Dreiviertelstunde später war ich in seiner Praxis und 2 Stunden später war alles wieder aufgebaut. Also da war für mich einfach auch an der Stelle ganz wichtig, dass ich dieses Vertrauen habe zum Zahnarzt, zur Zahnarztpraxis. Die haben mich in ihrer Mittagspause auch behandelt und es war für mich einfach easy, da auch durch diesen für mich sehr schlimmen Unfall, gerade ich, ja, in der Zahnmedizin, ne? Und es ist einfach mega gewesen. Und da habe ich nochmal vielleicht auch gerade für mein Training die Perspektive gewechselt und habe nochmal gesehen, wie wichtig es auch ist, den Patienten da auch so aufzufangen, dass der happy ist, weil ich war richtig happy danach und sehr dankbar. Es war einfach grandios. Also Glück im Unglück, und das wünsche ich auch wirklich jedem, weil es kann natürlich immer was passieren, und wenn ich da halt einen Zahnarzt habe, meines Vertrauens, dann fällt mir das halt natürlich umso leichter, ja, hinzugehen, mir die Vorsorge machen zu lassen und da auch happy zu sein, ja. Unbedingt. 100% Vertrauen. Total wichtig, ja. Und dennoch auch hinterfragen. Ja. Ja, ja, wenn wir zusammen im Gespräch sind oder ich mit anderen oder wenn ich auch mit Patienten spreche, sage ich, also Vertrauen ist immer schön, ja, sie vertrauen mir. Aber hinterfragt es auch, hinterfrag es einfach. Es ist ein Leben. Ja. Es ist dein Zahnapparat, es ist dein Körper, es ist deins. Und wow, und das für, also die Geschichte berührt mich total, weil ich mich gerade gefragt habe, würde das mein Zahnarzt auch machen? Mhm. Und die Antwort war ja. Schön, das ist wundervoll. Ja. Mega. Sag mal, warum vertraust du deinem Zahnarzt? Also erstmal, weil ich nie das Gefühl habe, mir wird was aufgequatscht. Das ist so das allererste. Ich hatte da ja ein Thema mit, das habe ich ja schon erzählt. Ich werde immer liebevoll umsorgt. Also ich werde auch angefasst. Ich werde immer darauf vorbereitet, bei jedem Arbeitsschritt, Achtung, Vorsicht, es könnte jetzt hier ein bisschen und da ein bisschen, jetzt pustet es und jetzt, also es ist, wird jeder Schritt mir erzählt. Okay. Und es wird von vornherein ein Kostenvoranschlag gemacht. Voranschlag, da sind wir jetzt mal, Kostenvoranschlag, dieses Wort, danke Svetlana. Ja. Da können wir behalten. Therapieplanung, ja genau, sage ich auch gleich was. Behalten wir dieses Wort ganz kurz, dann erzähle ich kurz zu Ende. Und von vornherein, also ich muss dich darum fragen, soll ich einen Kostenvoranschlag bei der Kasse einreichen? Nein, es wird sofort angekündigt und gesagt, wir möchten das, reichen Sie das ein und dann gucken wir und dann besprechen wir das nochmal. Und das schafft bei mir auf jeden Fall Vertrauen. Und ich konnte am Wochenende schon hin, ich konnte zu Feiertagen hin, es war sofort jemand da. Und das mega. Ja, das ist einfach super gut. Deshalb konnte ich die Frage jetzt auch mit Ja beantworten. Voll, voll gut. Ja. Ja, vielleicht gerade zum Kostenvoranschlag, ja, ne? Also nochmal ganz kurz vielleicht aufgegriffen, wie entsteht das überhaupt? Und wir haben ja gewisse Prozesse auch in der Zahnmedizin. Und anhand dieses Prozesses können wir dann quasi eine Gebührenvorausberechnung auch schreiben oder beziehungsweise eine Therapieplanung. Ja? Also Kostenvoranschlag ist etwas, was, also der Patient wird erschlagen mit Kosten, das will doch kein Mensch, ja. Und da wird dann ganz genau auch aufgegliedert, was wird wann gemacht, in welcher Zeit. Und anhand dessen wird diese Gebührenvorausberechnung auch geschrieben, weil wir ungefähr ja dann wissen, wo es hingeht. Aber es ist ja nur ja eine Planung, eine Gebührenvorausberechnung. Die Rechnung an sich entsteht, wenn der Patient kommt, behandelt wird, es dokumentiert wird und nach der Behandlung und anhand der Dokumentation wird erst die Rechnung erstellt. Also es gibt verschiedene Positionen, also das Einspritzen ist eine Position, die Matrize, der Kofferdamm, die Füllung an sich, ob es einflächig ist, zweiflächig und so weiter. Also alles hat so seine eigene Position und so entsteht dann quasi auch erst die Rechnung. Also es
ja, wie gesagt, nicht immer möglich, das zu 100% vorher auch zu sagen. Aber dann geht man halt eben vom Schlimmsten aus. Ja, dann ist es vielleicht nicht die einflächige Füllung, sondern eine dreiflächige Füllung, weil ich das bei Karies nicht sagen kann. Also da reicht quasi ein ganz kleines Loch und wenn ich einmal durch bin, kann sein, der halbe Zahn ist weg. Und da tun wir uns auch immer einen Gefallen und das sage ich aber auch immer in der Besprechung, dass wir da einfach mehr gerechnet haben, weil wenn wir ans Auto denken und an die Reifen, die gewechselt werden, ja, und dann kommen die Bremsscheiben dazu und die Bremsklötze und dann ist der Patient halt auch, der Kunde sauer oder rechnet vielleicht damit, aber es ist einfach schön, wenn man das halt eben vorher einfach kommuniziert, ja, also Kommunikation ist mega wichtig in der Zahnarztpraxis, mega, mega wichtig. Wie in allen Bereichen. Ja, was hast du gesagt? Ich habe dich nicht gehört. Wie in allen Bereichen. Und ich hatte jetzt gerade noch so die Idee mit dem Reisen. Wir hatten vorher über Reisen gesprochen. Wir planen uns eine Reise, die kostet vielleicht 3.000 Euro und haben dann ein Erlebnis. Aber was nützt uns diese Reise, die wir jetzt bezahlt haben? Und wir können nicht richtig lachen, weil wir uns nicht trauen. Ja, richtig. Und schämen. Strahlend zu sprechen, ja. Ja, und da eben auch zu gucken, das ist eine Investition in unseren Körper, in unsere Ausstrahlung, unser Mindset, in unsere Persönlichkeit. Das ist ganz schön, dass es dich da gibt und viele, viele andere Mitschreiber auch von dir. Vielleicht auch zur Vorsorge nochmal, was mir jetzt auch einfällt. Ne? Also natürlich habe ich jetzt durch diese 17 Jahre auch Erfahrung den einen oder anderen Krebspatienten ja auch erlebt. Also mein Stiefvater selbst hatte eine Krebserkrankung im Mund und durfte ich dann auch selber erleben. Jetzt ist tatsächlich auch wieder was aktuell und da ist halt wirklich etwas auch, was im Mund eventuell wuchern kann, was einfach kontrolliert werden muss. Also das ist mega wichtig. Und wie du sagst, zum Urlaub, wir gehen 2 Wochen in den Urlaub, kommen wieder und unser Leben hat sich nicht verändert. Aber mit schönen Zähnen kann das Leben sich verändern. Ja? Also ich hatte auch mal eine Patientin, die war 90, 91, hat sich irgendwie 5 neue Implantate machen lassen und so. Und die hat auch gesagt, hey, ich bin es mir wert, ich möchte wieder essen und ich möchte wieder lachen, ja, und nicht quasi meine Prothese im Essen wiederfinden, ja, weil da gibt es auch so ein Video, das da so rumging. Also da total wichtig, total. Die Zähne sind einfach absolut wichtig, total wichtig. Besseres Lebensgefühl, Selbstwert, besseres Auftreten, also total wichtig. Vielleicht auch, was ich oft auch gefragt werde, es ist wegen dem Bleaching, wann ist es überhaupt möglich und ja, brauche ich das unbedingt und so weiter. Also es entscheidet natürlich immer jeder selber. Ich habe jetzt auch selber schon 4-mal meine Zähne bleachen lassen. Es tut weh, ja. Ich würde es auch niemals aus der Hand geben, also wirklich immer praxisintern machen lassen. Aber auch gucken, wie ist mein Augenweiß und das vergleichen dann mit den Zähnen. Weil manchmal sieht es einfach super unnatürlich aus und das ist meistens gar nicht so das Ziel eines Menschen. Da Bleaching ja oder nein, wie gesagt, entscheidet jeder selbst, aber nach dem Augenweiß kann man schauen, ob das überhaupt relevant ist, weil es muss ja nicht immer so ganz künstlich und so sein. Hat man eben aber viele Kronen und Brücken im Mund, dann ist es im Prinzip meist gar nicht möglich, also da auch zu bleachen, ohne etwas zu tauschen. Also da vielleicht an der Stelle nochmal für jeden, der Kronen und Brücken hat. Müsste man alles quasi rausmachen. Dankeschön. Ja. Dankeschön. So wertvoll diese Information. Ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt sagt, yes, ich gehe jetzt zum Zahnarzt. Und vielleicht können die Menschen sich auch an dich wenden, wenn sie Fragen haben. Super gerne. Wie können sie dich erreichen? Können wir deine Telefonnummer drunter schreiben oder irgendwie eine E-Mail vernetzen über andere Kanäle? Ja. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe ja auch eine Fanpage auf Facebook. Ihr könnt mir gerne eine Freundschaftsanfrage schicken, Messenger, Instagram, Handy. Also ich beantworte alle Fragen immer auch zu 100%, so wie ich halt eben dahinter stehe.
und freue mich natürlich auf alle Weltwunder, die sich da melden. Ja, vielleicht habe ich das ein oder andere vergessen. Ich kann natürlich auch gerne im Chat auf die ein oder andere Frage nochmal eingehen. Mache ich super, super gerne. Und ich hoffe, wir haben jetzt auch an alles gedacht. Was ich vorhin noch gesagt habe, war so ein bisschen, ne, die Angst, Scham. Das ist auch so ein bisschen diese Reflexion, was die Zähne auch uns zeigen oder die Lücke, die ich vielleicht noch irgendwo habe in meinem Lebensbereich, wo ich vielleicht noch nicht mich entschlossen habe zu schließen. Also da der Zahn zeigt uns manchmal auch wirklich viele Themen auf und projiziert das dann quasi so auf unsere Zähne drauf. Ja, also wo in deinem Leben hast du vielleicht noch Angst, wo du vielleicht noch loswerden möchtest? Da ist der Gang vielleicht zum Zahnarzt wirklich der erste Schritt. Oder in das andere Thema zu schauen und auch Scham, eventuell vielleicht in Bezug auf Mann oder Frau, schau da vielleicht nochmal hin. Schämst du dich da vielleicht? Geht es da vielleicht wirklich um ein gewisses Geschlecht oder was es da auch dahinter sein könnte? Und ganz ehrlich, dafür ist der Zahnarzt da. Also weg mit diesen Gefühlen, beziehungsweise nimm sie erstmal an und dann schau, was willst du wirklich treffen, Entscheidung und dann ja, was vielleicht noch eins, schickt mir doch mal Fotos, wenn ihr in dem Stuhl sitzt. Da würde ich mich mega freuen. Ach, das ist toll. Das wäre richtig cool. Das werde ich auch nochmal schreiben. Schickt einfach Fotos, wenn ihr im Stuhl sitzt. Super. Ja. Dass ihr happy seid, ich möchte euch happy sehen in der Zahnarztpraxis, würde ich mich super freuen. Ja, toll. Wäre super. Hast du dir jetzt eigentlich die Zähne geputzt, bevor wir hier angefangen haben zu sprechen? Ja, das habe ich, ja. Also mir gibt es ein besseres Lebensgefühl. Hast du sie auch geputzt? Geil. Ja. Tja, da wenn ich jetzt mit dir rede, dann... Ja, ne? Weil wir sind ja online, ne? Aber... Naja. Es ist das Gefühl, es ist wirklich das Gefühl und es ist ein super schönes Gefühl, wie wenn ich jetzt Haare wasche und so weiter oder mir den Arsch abputze, sage ich jetzt mal, ist auch Zähne putzen super, super wichtig. Genau. Ja. Mich interessiert jetzt nochmal wirklich eins, weil das Thema Mundgeruch war jetzt viel. Ich war auch auf so einem Mikrobiom, auf solchen Mikrobiomtagen, da ging es um Darm und Darmbakterien. Und da ging es auch um Mundgeruch und so weiter. Und ich hatte jetzt ja natürlich auch schon mit der Niki gesprochen über Mundgeruch. Und immer wieder ging es darum, dass es so ein Schamthema ist. Ne? Ja. Ja. Also tatsächlich auch mal den Zahnarzt zu fragen, lieber 100%. Ich traue mich nicht. Ja. Habe ich Mundgeruch? Sagen Sie es mir. Ja. Unbedingt. Und Freunde und Verwandte und Bekannte und wirklich Menschen fragen. Ja. Und dann? Also ich habe selber, als Kind hatte ich ganz oft Mandelentzündungen und bei mir setzt sich halt das dann hinten auch ab und ich frage das oft. Und ich bin aber auch so ein Mensch, der sagt, weil ich weiß, wie Karies riecht. Also wenn man das einmal, glaube ich, im Zimmer, das ist ein Geruch, den vergesse ich nicht. Ja, es ist ja auch so ein altes Gefühl oder so ein, es vergisst man nicht, ja. Gerüche sind etwas, was bleiben. Und ich sage Menschen direkt die Wahrheit. Ey, du riechst aus dem Mund. Kann sein, eventuell, dass du Karies hast. Wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? Und dann steige ich natürlich voll rein ins Thema. Das ist mir total wichtig. Total wichtig. Super gut. Ja. Ich sage es jetzt auch, also dass sie einfach es sagen und es erzählen. Unbedingt. Ja. Danke. Noch und auch zahnmedizinisches Personal. Wenn du dich nicht traust, den Zahnarzt zu fragen, dann frage das Personal. Unbedingt wichtig. Und bei der Zahnreinigung wird auch speziell nochmal darauf hingewiesen. Also da ist auch das, sehe ich so, vom Zahnarzt und vom Mitarbeiter auch ganz wichtig, dem Patienten das auch zu sagen. Ja. Super. Svetlana, du bist eine Perle, Zahnfee. Das Weltwunder. Ich danke dir. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Ach ja, ich freue mich da so sehr drüber. Und für alle die zahnmedizinisches Personal sind, du hast auch eine eigene Gruppe bei Facebook, die sich auch bei dir mit einloggen können. Da geht es um interne Themen, auch Mindset. Genau, das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Und dann danke ich dir jetzt ganz herzlich,
Und Sehr gerne. Alle, die Fragen, wenn ihr Fragen habt, ja, fragt Svetlana, sie ist da ganz offen. Und ich danke dir und ich danke euch und dir, liebes Weltwunder, dass ihr wieder dabei wart und dass ihr euch ja einfach öffnet für alle Themen, die wir hier so haben und öffnet quasi, ne? Den Mund beim Zahnarzt. Genau. Also, macht's gut. Ich wünsche euch zum nächsten eine gute Woche. Danke. Tschüss, ihr lieben Weltwunder. Ciao. Ciao.